diesem Platz wird in Kürze das 5. Gärtringer Fasers Camp stattfinden. Wir hatten ja schon ein irisches Fasers Camp, ein Musketier Fasers Camp. Wir haben ja schon Seifenkissen gebaut und sind den Berg hinuntergefahren und wir haben Solarboote gebaut. Dieses Mal geht es um die Siedler, die hier 1651 südlich von Stuttgart ausgewandert sind. Und hier sind die Themen, die wir gemeinsam besprochen haben. Denn wir haben in Europa kein Männerbild und kein Vaterbild mehr. Und wir müssen wieder definieren, was einen christlichen Mann und einen christlichen Vater ausmacht. Und so haben wir versucht, unsere Vaterrolle neu zu definieren. Der moderne Vater braucht die Verbundenheit zu anderen Vätern. Er soll kein Einzelkämpfer sein. Die Frauen haben sich solidarisiert und zusammengestanden und haben damit Veränderungen gebracht. Männer sind auch Rudeltiere und wollen zusammenarbeiten. Zweitens, Väter brauchen Abgrenzungskompetenz vom Geschäft. Viele Väter definieren sich nur über den Beruf und sind so isoliert von ihren Familien und zu weit weg vom Familienalltag. Drittens, Väter brauchen die Unabhängigkeit von der Frauenwelt. Väter empfinden oft anders wie die Frauen, sehen Erziehung anders wie die Frauen und müssen sich trauen, selber zu sich zu stehen und zu ihren Werten. Viertens, Väter müssen ein Kämpferherz entwickeln für ihre Frauen. Die Ehe wird einem nicht geschenkt, sondern Männer müssen kämpfen, dass der Familie gut geht und dass sie viel erlebt und dass sie eine gute Gemeinschaft zusammen entwickeln. Fünftens, Väter müssen sich um ihre Jungs kümmern und müssen sie in die Männerwelt einführen. Jungs sind oft so allein und isoliert, begegnen in den Schulen nur noch Frauen. Und die Einführung in die Männerwelt ist immer schon die Aufgabe des Vaters gewesen. Sechstens, Väter brauchen auch Erlösung von ihrem eigenen Vater. Sie haben das Recht, anders zu leben wie ihre eigenen Väter und können ihre Vaterschaft neu definieren. Aber oft hängt der Schatten des Vaters über ihrem Leben wie eine dunkle Wolke. Siebtens, Männer brauchen einen männlichen Erziehungsstil. Männer erziehen anders wie Frauen. Es kann nicht sein, dass wir die Frauen kopieren, sondern sie müssen selber finden, wie sie mit ihren Kindern umgehen und das darf anders sein wie bei Frauen. Achtens, Väter sind Gefühlsmanager in ihrer Familie. Es wird so viel Stimmung an sie herangetragen und jetzt müssen sie die Gefühle ihrer Kinder, ihre eigenen Gefühle und ihre Gefühle ihrer Frauen mitlenken, mitbegleiten und gucken, dass sie in ihren Familien Frieden haben. Neuntens, Väter brauchen Kompetenz im Umgang mit Verletzungen. Sie selber werden verletzt, ihre Kinder werden verletzt durch Lehrer und durch ihr Umfeld. Die Frauen werden verletzt und Männer müssen da wirklich als Friedensstifter in ihren Familien agieren. Und zehntens und letztens, Väter entwickeln einen eigentlichen väterlichen Glauben. Wenn sie Gott ähnlich werden wollen, müssen sie Vater werden, weil er das Vaterwesen schlechthin ist. Und er ist der Ursprung aller Vaterschaft. Und so bringt der moderne christliche Vater prächtige Söhne und wirklich tolle Töchter hervor. Das war das Fasers Camp hier in Gärtringen. Wir haben unsere Vaterschaft gefeiert. Wir haben es genossen mit den Kindern zusammen sein. Wir haben wilde Sachen zusammen gemacht. So kam zum Beispiel plötzlich die Botschaft. Gold wurde gefunden und alle Kinder sind in den Wald geströmt und haben Gold gesucht. Dann kam die Botschaft, Hilfe, Hilfe, Indianer sind unterwegs. Und wir sind mit unseren Planwagen und mit der Postkutsche zum Wald gefahren und haben sie begrüßt.
Oder dann mussten wir Wintervorräte sammeln, weil der Winter kommt bestimmt. Und so haben wir Felle, Wolldecken und Tiere erlegt, ja, um für den Winter gut gewappnet zu sein. Und ich frage dich, willst du nächstes Jahr mit dabei sein? Willst du deine Vaterschaft intensivieren, deine Beziehung zu deinen Kindern verbessern, deiner Frau zur Seite treten in der Kindererziehung mit deiner Kompetenz als Mann? So lade ich dich ein. Komm zum nächsten Fathers Camp 2017.